Hallo und willkommen zurück zum neuen Part von Paper Mario. Leider ist mir letztes Mal meine Emulator abgestürzt mit Paper Mario. Ich habe ihn. Autsch! Ja, zur Erklärung, ich habe ihn im Internet danach gesucht und es hieß da, ich soll die englische Version nehmen, da die deutsche einen Fehler hat. Gut, jetzt habe ich die englische Version genommen, bisschen soll ich mal kurz mal spielen. Ich mache das jetzt einfach mal 5 Minuten sozusagen. Und dann mache ich mal kurz einen Cut und wechsle wieder auf die deutsche Version, weil Englisch ist bei mir, beschissen. Weswegen ich ungern, englische Spiele spiele, weil ich die nicht verstehe. Egal, zurück zum Spiel. Weil ich habe da auch noch was gemein, was Schönes rausgeholt, aber dazu später mehr. Oh, Entschuldigung, solche Entschuldigung. Ich bin ganz in Eile. Ich hoffe, es heißt so. Mein Englisch ist wirklich. Oh, es ist. Bist du Mario? Das bist du doch. Danken Stern habe ich dich gefunden. Ja, da freut er sich wirklich. Wie geht es dir? Ich bin Twink. Prinzessin Peach hat mich gefragt, ob ich dir was bringen kann. Ah, ja, hier ist es. Hier ist es. Nimm es. Ja, du hast den Glücksstern erhalten. Ja. Keine Ahnung. das ist ein Glücksstern von Prinzessin Peach. Und jetzt ist es deins. Du kannst ihn in Action-Kommandos benutzen. Nein, ich werde es eh nicht verstehen. Also er hat gerade gefragt, ob ich was mir erklären soll. Aber das ist wichtig, Mario. Ich denke, du solltest das wissen. Oder darüber Bescheid wissen. Nein, ich lasse es. Oh, okay, großartig. Okay, großartig, wenn ich das nicht erklären brauche. Ja, also wenn du das schon verstanden hast, dann bist du mehr. Hast du mehr Power. Terrific. Ja, können wir besser zusammen kämpfen. Hier bist du. Ach nee, die alte ist schon wieder. Das gibt's ja nicht. Was? Das kann nicht sein. Bist du mir gefolgt? Du dummes Sternkind. Natürlich bin ich dir gefolgt. I knew that I followed you. Ach so, ich wusste es, wenn ich dir folge, dann finde ich Mario. Und wenn ich Mario jetzt besiege, bin ich berühmt. Ich werde erzählen, Kamikoba. Ja, sie werden mich mit Preisen überschütten und. Hier komme ich! Oh, jetzt soll man Kamikoba besiegen. Okay, okay, vielleicht hätte ich doch mal Action-Kommandos benutzen sollen. Items. Also das ist jetzt mal echt blöd. Springen. Ja, tu mal einen Power-Jump benutzen bei der. Yay! So, was magst denn du? Tettle? Was ist ein Tettle? CN. Ach so. Ha, aber ich hau einfach nur drauf. Yay, yeah, sie hat mir Ohr gemacht. Blö. Dazu benutze ich nochmal einen Power Jump. So, und mein Kleiner, du magst. Ach man, irgendwie habe ich es mit rechtzeitig drücken nicht drauf. Aber gut, wir haben gewonnen, das ist super. Yeah, und 15 Zerpunkte. Yay! Yeah. Okay, gut gemacht, Mario. Du bist so stark, wie sie sagte. Oder wie sie sagten? Ich weiß, du bist. Dir ist es möglich, Bowser zu besiegen. Ich gehe zurück zu Prinzessin Peach. Oder an Prinzessin Peach Seite. Ich bin nicht stark genug, dir zu helfen. Aber ich kann dir erzählen, dass sie okay ist. Schön, Mario. Sehen wir uns später. Okay, gut. Hey, ach, da bist du ja wieder. Ach so, was sie vergessen. Ach ja,
Ach ja, ich hab dir vergessen, eine Nachricht von Prinzessin Peach zu übermitteln. Also ich bin in Ordnung, mach dir keine Sorgen um mir. Das ist genau das, was sie gesagt hat. Ich habe das Gefühl, dass sie sehr alleine ist. Ja, ich werde versuchen, mein Bestes zu tun, euch beiden zu helfen. Aber bitte, sei stark, du musst Prinzessin Peach retten. Ja, er geht zurück. Er geht zurück zu Bowsers Burg. Was für ein mutiger kleiner Kerl. Okay, Mario. Gehen wir zurück zum Geschäft. So, also gehen wir auf jeden Fall zurück zu Toad Town. Und würde ich mal sagen, speichern wir auch ab und dann wechsle ich mal die ROM wieder zu die deutsche. Weil da fühle ich mich auch wirklich heimischer als May. Ich fürchte mich eigentlich schon grausig richtig davor. Okay, was ist jetzt hier passiert? Oh, Mario! Merlon hat nach dir gesucht. Er lebt in Spinning Roof. Oh scheiße, das weiß ich jetzt schon, wie das schon gar nicht. Er lebt in Haus mit dem Spinning Roof. Ich werde es auf jeden Fall finden. Er hat mich gefragt, ob ich, warte mal, he asked me to tell you to go. Ach ja, er hat mich gefragt, ob ich dir sagen kann, dass du zu ihm gehst. Er wollte nach dir sehen, aber jetzt bist du ja hier. Und es ist wirklich selten, dass Merlon jetzt sich jemanden zu sich ruft. Er ist ein bisschen exzentrisch, wenn es um Besucher geht. Er geht sehr selten raus auf so ein Haus. Hätte ich mal gesagt. Okay, das ist eigentlich eine ganz gute Ehre. Gehen wir zu Merlon. Das Einzige, was sich jetzt auch verbessert hat, obwohl das mache ich gleich, speichern wir. Yep, speichern abgeschlossen. Okay, Leute, ich wechsle kurz mal die rum. Geh zur deutschen Version wieder über, wo ich mich wirklich, wirklich heimisch fühle. Und ja, bis gleich, sage ich einfach mal. Ciao! Hallo und willkommen zurück zu Paper Mario Part. Ja, ich bin wieder auf die deutsche Version umgestiegen. Und, ja, habe immer noch alte Fehler. Merlon ist nicht hier. Ja, toll, wir haben ja vorher aber noch einen Tipp bekommen, da mal reinzuschauen. Warum hörst du nicht auf zu klopfen? Ich sag doch, dass er nicht hier ist. Oh, ja, der hat mich gleich mal umgeschmissen. Was zum? Warum schläft jemand vor mein Haus? Moment mal. Dieses Gesicht kommt mir sehr bekannt vor. Oh, vielleicht. Nein, ja, es muss so sein. Du bist Mario. Ich habe auf dich gewartet. Du hättest früher kommen sollen. Aber jetzt bist du ja da. Komm rein. Wo soll ich anfangen? Mein Name ist Merlon. Ich bin ein Zauberer. Vor einigen Tagen habe ich gerade in den Sternen gelesen, als plötzlich eine Vision hatte. Was ich erfuhr, ist sehr wichtig und es betrifft dich. Aber vorher muss ich noch über einige andere Dinge berichten. Es ist eine sehr lange Geschichte, aber ich werde mich kurz fassen. Wo soll ich anfangen? Es war vor langer Zeit. Einer meiner Vorfahren war gerade auf den Sternschnuppengipfel. Doch eines Tages geschah plötzlich ein großer erschien und ich Angesicht zu Angesicht. Dann der weit entfernte, der Fromme, erhob sich, war erstaunlich. Ich war noch so jung, ich glaubte an, doch unsere Herzen waren. Und dann so. Was sind das für viele Punkte? Noch mehr Punkte? Und nur das zählt. Hey, Mario, hast du überhaupt zugehört? Ja, nicht mehr, ich hab zugehört. Oh, na gut. Auf jeden Fall bin ich deshalb in der Lage, dir zu helfen. Ich weiß es eigentlich immer noch nicht, das ist blöd. Wenn du nicht mehr weiter weißt, komm nur zu mir. Für einen kleinen Obolus zeige ich dir den Pfad, den du nehmen sollst. Dein Hauptziel muss es sein, Prinzessin Peach zu sehen. Verdammt, so schnell wie nur Menschen möglich zu retten. Aber
Meine Vision zufolge solltest du zuerst zur Festung der Kupferbrüder gehen. Um sie zu erreichen, gehe auf der Straße vor dem Toadhaus in Richtung Osten. Das sind so viele Toadhäuser. Aber gut, wir wissen schon mal Bescheid. Wir sollen nach Osten. So, gut. Zu dem Thema von vorhin zurück, wo ich hatte... Das war, glaube ich, hier die Straße. Egal. Ja, jetzt... Du willst da gar nicht raus. Es ist viel zu gefährlich. Zur Festung Kupferbrüder zu gehen, wäre ein großer Fehler. Du solltest definitiv nicht gehen. Und auf gar... Schlimm für uns. Ich meine für dich. Denk gar nicht erst dran. Ja. Ich möchte gern raus. Na? Auf gar keinen Fall solltest du den alten Merlin um Hilfe bitten. Das wäre wirklich schlimm für uns. Ich meine für dich. Ja, sollen wir trotzdem nochmal zu dem? Ich meine, eigentlich hat er uns ja geholfen. Oder Merlon. Also ich bin jetzt etwas verwirrt. Wir gehen nochmal rein. Ah, Mario, möchtest du, dass ich dir den Weg für deine Zukunft weisen soll? Das kostet dich 5 Münzen. Okay, nur heute, weil es 5 Münzen kostet. Ausgezeichnet, entspann dich, während ich in Erfahrung bringe, was dir die Zukunft bringen wird. Oh, Kristallauge, öffne dich. Tee, Kaffee, Butter, Milch. Alter Fett, und dafür habe ich noch 5 Goldmünzen bezahlt. Das ist ja voll verarsche irgendwie. Ey, da fällt mich doch verarschen, oder? Ernsthaft. Geh zur Festung der Kupferbrüder. Folge dem Wanderpfad von Osten aus der Stadt. Achso, der Pfad. Der Pfad beginnt direkt am Toadhaus. Solltest du noch ein Problem haben, zögere nicht, mich wieder um Hilfe zu bitten. Oh ja, ich kann wieder raus. Cool. Ja, also... Heißt, glaube ich, da hinten raus, oder? Schauen wir mal nach hinten. Ja, das sieht danach aus, dass, ja, noch nicht fertig ist. Toll. Ich glaube, ich muss seinen Hammer benutzen. Ach. Mann. Also, was ist jetzt? Sie labern immer noch das Gleiche. Toll. Hier, ich habe einen Hammer. Ich kann ihn benutzen. Hier, ich mache euch fertig. Oh, die lassen mich echt nicht raus. Ey, gibt es so viele Toadhäuser? Die wollen mich doch verarschen, ey. Echt. Okay, jedenfalls mal zurück zum Thema, wo ich es sagen wollte. Obwohl, hey, hier ist frei. Egal. Ich bringe mal endlich das Thema fertig, das ich sagen wollte. Sonst komme ich nie fertig. Nämlich, ich habe mal ein bisschen rumprobiert. Mit den Emulatoren. Ich habe mir nämlich eine neue Version geholt, aber da habe ich das Blöde, da knarzt der Sound. Aber so richtig blöd knarzt der. Und ich bin so ein Mensch, ich kann sowas einfach nicht abhaben. Ich kriege das sozusagen, oh, kotzen. Bei Grafikfehler drücke ich nur mal ein Auge zu, solange sie nicht so permanent nerven wie, ja, die hier gehen jedenfalls noch, sage ich mal so. Aber... Soundknarzen, nein, no go für mich. Ich habe zwar auch ein Plugin gefunden für meine Version, die ich hier gerade benutze, aber da neigt zum Beispiel das Spiel wiederum abzustürzen. Das kann ich auch nicht abhaben. Also ich... Deswegen müsst wahrscheinlich mit Grafikfehlern klarkommen, aber dafür einen guten Sound ist immerhin etwas. Also ich finde Sound wichtiger, als jetzt ab und zu mal hier Grafikfehler zu haben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ihr könnt es ja in den Kommentaren schreiben. Aber ich denke mal, so ist es am besten. Oh, du musst Mario sein. Willkommen in mein Dojo. Ich bin der Meister. Ich bin der Leiter dieses Dojos. Hust, Keuch, Hust. Schnauf, ich bitte um Verzeihung. Meine Gesundheit ist sehr fragil. Wir trainieren jeden Tag in diesem Dojo, um Körper und Geist zu stärken. Sollte es deine Absicht und dein Wunsch sein, darfst du uns gerne herausfordern. Sag mir, was dich heute zu uns geführt hat. Hustkeuch. Na, ja, versuchen wir's mal. Ja. Sehr schön. Dann soll Chan gegen dich kämpfen. Nun, Chan, es ist an der Zeit, gegen Mario anzutreten.
Wie ihr wünscht, Meister. Ach, das ist das kleine Vieh. Ja, nee, ist klar. Mario, jetzt kommt John. Hey, ja, geil. Also ich glaube mal, wenn ich einen Hammer benutze, drücke nach links und lasse ihn los, wenn er... Okay, es wird... Nichts bringen, oder? Nein, nichts. Das hätte mir klar sein müssen. Naja, Kopf nur. Oh, jetzt ist er! Bun! Ja, jetzt kann er auch nichts mehr machen. Komm, tausch mal die Plätze kleiner. Bring ihm die Kopfnuss. So, und jetzt hab ich meinen Hammer. It's Hammer Time. So, und. Yay, 2! So, wir sind mal ganz fies. Wir machen das gleiche nämlich wieder. Und hüpf. Jetzt bist du auf dem... Yay, auf dem Kopf. Und, ja. Yay, wir haben den Hammer drauf. It's Hammer Time. It's Hammer Time, Hammer Time, Hammer Time. So blödes Lied, das ich mir ausgedacht habe eigentlich. Bin ich deswegen verrückt? Nee. So, komm Kleiner, dich haben wir doch langsam mal besiegt. Ich meine, du hast ja nicht mehr die Chance, irgendwas gegen uns zu unternehmen. Wir lassen dir nicht mal die Chance. Sagen wir es mal so. Na komm, jetzt aber. Och, das wird noch viel länger dauern, so wie es aussieht. So, Kopfnuss. Es klappt ja wunderbar. Also kann man sich ja kaum mehr beschweren. Also dass es zu lang dauert. Oh ja, es dauert zu lang. Oh, jetzt habe ich es mal richtig gemacht. Cool. Es gibt gleich mal extra Schaden. Finde ich klasse, ey. Na, mal schauen, ob ich es wieder schaffe. Das wäre... nee, das war... habe ich voll versaut. Oh, Mann. Aber er will hin so. Er hat immer noch... Ach, jetzt hat er genug. Das ist super. Yay, gewonnen. Haben wir keine Erfahrung bekommen? Das ist blöd. Genug. Mario ist der Sieger. John, du musst härter trainieren. Sehr gut. Ich gebe dir dieses, Mario. Was hast du erhalten? Eine Kometenkarte ausgezeichnet. Du darfst gerne jederzeit hier mit uns trainieren. Hustkeuch. Ja, vielleicht kommen wir jetzt mit der Kometenkarte weiter. Können wir die Kleinen beeindrucken? Oh ja, sind wir runtergefallen. Ah, Mann. Also ich bin im Überlegen, solange es jetzt nicht groß noch öfters auftaucht im Spiel, ja, lasse ich es beim Grafikfehler. Na, ihr Kleinen, du willst da gar nicht raus, ist viel zu gefährlich. Ach, jetzt labern die wieder. Muss ich jetzt wieder 10.000 Leute um Hilfe fragen? Hallo, ich kriege das so. So. Warte mal, kann man mit der Kometenkarte was anfangen? Ah ja, hier mal. Status Orden. Ah cool, wir können noch den Orden anmachen. Yay. Gut. Items. Wichtige Items. Hier ein Beweis dafür, dass Mario gegen Chan im Dojo siegreich war. Ja gut, ist eigentlich schön, wenn wir haben. Aber was ist, das hilft mir jetzt nicht weiter. Ja, Sterne haben wir auch keine Karte. Woo! Oh Mann. Yay. Fragen wir nochmal nach. Hustkuch, ja, willkommen in Dojo. Was führt dich heute zu uns? Ja... Sind wir nur mal zum Besuch da. Weil ich nutze auch gleich mal die Chance in dem Sinne, ich beende den Part hier, bevor mir zu lang wird. Und dann sehen wir uns im nächsten Part und mal schauen, wie ich hier aus dem Schlamassel rauskomme mit den kleinen schwarzen Pechvögeln, die mir den Weg versperren wollen. Weil die gehen mir auf die Nerven. Ja.
Also dann Leute, bis zum nächsten Mal.